Damit willkommen zurück zu Minecraft Land. Heute mal wieder alleine und ich habe ein kleines Problem gefunden, denn diese Kiste hier hat eine Scheiße eingesammelt, die überhaupt in das System irgendwo reingewandert ist. Weil hier drin ein Koppel lag. Ein einzelner Koppel hat das hier verursacht. Das ist alles, was in die Kiste kam, nachher reingelegt wurde wieder. Und das gleiche habe ich vorletzter Folge schon mal gemacht und heute ist es wieder passiert. Das ist ein bisschen blöd, aber lässt sich nicht ändern. Passiert ist passiert. Jetzt habe ich Sticks mit. Ach Mann, jetzt habe ich die Sticks rausgenommen. Wie komme ich jetzt hier hoch dahin? Das Schlimme ist, ein Hopper liegt ja auch drin jetzt. Dahinter sind, die kommt man ja nicht so toll dran. Also unten zumindest nicht. Da kann man ja richtig knifflig. Jetzt bin ich dran. Doch, kommt man dran. Ich glaube, ich lag das Sortierservergleich ein. Geht schneller, als wenn ich jetzt alles hier in die Kiste reinframme. Weil bis es dann da die Kiste abgepumpt wurde, sind wieder Jahre vergangen. Nur vielleicht, weil ihr ein paar Items jetzt gerade dabei habt. Das müsste wahrscheinlich da oben rein. Jetzt die wieder nachgefüllt, aber ich habe die obere Ebene dran gemacht, nicht mehr die obere Ebene wird. Deswegen haben wir im Livestream auch letztes Wochenende nicht so viel Gewinn gemacht, sage ich jetzt mal dazu. Da alles hier gelandet ist. Oh, herrlich. Jetzt sollte ich den ganzen Rümpel jetzt hier, den ich am Wochenende gemacht habe und letzten Parts mal ein bisschen offscreen mit der Farm, einfach mal abgeerntet, wieder angepflanzt, sowas. Jetzt ist einfach alles irgendwo gelandet, also in irgendwelchen Kisten, aber nicht da, wo es hin sollte. Das ist problematisch, weil dann fehlt es da, wo es hin sollte. Ist ja auch die logische Konsequenz. So, noch, okay, ein bisschen was eingesagt wieder, jetzt gehen wir wieder dahin. Ich meine, euch zu viel Weizen, ich muss bei den Villagern das Verkauf mal handeln. Aber ich habe ein paar Villager die Hand, die kaufen mir das ab. Man gibt mir dafür Emerald, die wurde irgendwo gerade angeschrieben, glaube ich. Zucker aber nicht viel. Da hat sich einer was genommen anscheinend, weil es fehlt ein bisschen. Ich gehe trotzdem immer die unterste, auch wenn ich eigentlich weiß, dass die untere leer ist. Also nicht leer, sondern Items, die ich ausholen kann, irgendwo hinlagern kann. Jetzt kann ich schon irgendwo hinlangen, wird aber ein bisschen kniffliger, ne, jetzt mal. Da ist mein ganzes Rottenfleisch von gestern hin. Haben wir gestern gesucht für den Villager-Handeln, jetzt da war's. Dann hab ich einen Redstone, jetzt haben wir den Redstone-Inventar. Einfach gucken, ob wir was reinkriegen, wäre mega nice. Aber so wie es gerade aussieht, passt es wahrscheinlich um zwei Items, um vier Items nicht. Okay, dann können wir loswerden, Eisen können wir loswerden. Bluestone können wir loswerden. Müsste ja eigentlich alles reinpassen. Ja, passt perfekt. Jetzt gucken wir doch in die Kiste, was wie viel Platz die noch hat. Ja, die hat noch einiges. Da kann man aber was reinschmeißen. Das sind ja eh manche Items, die sich gar nicht stacken hier dabei. Wie das. Also stecken sie schon, aber ich habe schon ungesteckt da reingeschmissen jetzt. So, so. Gepumpt, irgendwo hingepumpt, Quatsch. Wir gucken jetzt am Ende der Leitung mal, ob da oben was lang geht. Hä? Hier ist irgendwas passiert, weil hier ist das Eisen und der Koppel weg, da muss irgendwie einer dran gegangen sein, hat sich die Koppel gemopst. Und hier vorne bei der, Wollkiste fehlt die Wolle. Und bei der Lederkiste. Das ist eindeutig sehr seltsam. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's zum Eisen. Ja, so klar. Perfekt, jetzt kann's nicht mehr rein. Scheiße, wenn das überall hin würde.
allen Dingen, weil hier irgendwelche Kacke mal wieder reingefallen ist. Das sorry. Dann zieht die ganze Kacke hier rein. Wahrscheinlich sucht sie die nächste Kiste, wo es reinfließen kann. Die nicht wird sie zugeteilt, oder? Doch, man hat die Eisen jetzt eingelagert, auch nicht schlecht. Jetzt frammen wir wieder alles hier rein. Super, gell? Aber das machen wir, was ihr könnt. Irgendwie keine Tür gehört. Deswegen geht eine Tür. Hier sind zwei Koppel gelandet. Hier ist irgendwas gelandet noch. Also alles möglich gelandet. Aber ich muss mich hier oben dran stellen können, muss hinten irgendwo anklicken können, dann muss jetzt hier durchfahren. Macht's aber nicht. Wo biegt's denn jetzt schon wieder ab? Hä? Hier ist gar nichts drin. Jetzt ist was drin. Ach so, war noch gar nicht so weit. Da waren Strings. Anscheinend zieht alles durch. Ja gut, ich habe nichts gerade wahrscheinlich drin, was durchziehen kann. Schmeiß hier vorne mal einen Kugelfisch, eine Rüstung und Glasscheiben rein. Glasscheiben vor. Und die ziehen wir eine Weile. Und die müsste ich ja hinten dann gleich ja sehen, wenn ich hier stehen bleib. Blockier extra. Ja, da ist unser Kamm. Also die ist das System hier dicht. Jetzt funktioniert das hier auch. Jetzt schmeißen wir hier noch irgendwo die Samen mit rein. Hier vorne ist die Kiste. Das noch mit rein. Und dann dieses bisschen der Gerimpel hier. Das Ganze im Emerald mit rein. Die drei Koppel können mit vor. Und dann haben wir das unser Chaos wieder beseitigt. So. Ich habe für die Folge auch schon was geplant. Ich werde jetzt anfangen, vielleicht eine Art Rathaus zu bauen, nenne ich jetzt mal. Weil das sowas eine Art geplant ist, aber noch nie richtig angesetzt wurde. Hat keiner richtig was gemacht dazu, deswegen. Deswegen dachte ich mir, ich mache es, fange damit einfach mal an, damit schon mal mindestens Ansatz da, also nur im unteren Teil jetzt so ein bisschen was. Der hat auch Schule, der kann halt Schule auch dann weitermachen, weil dann weiß er mindestens so grob, wo er bauen kann. Wenn er wieder mal auf dem Sauber ist, weil ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Insgesamt habe ich von dem Tested Gamer lange keine Folge mehr gesehen, weil auch keine mehr kommen irgendwie wieder zur Zeit. Habe ich das Gefühl. Okay, das Gefühl ist gut. Es stimmt wahrscheinlich auch, dass keine mehr kommen in der Zeit, aber... Alter, die Traserde bleiben hier. Aber ich weiß halt nicht warum. Wahrscheinlich war es einfach nur zu faul zum Aufnehmen oder nicht alle gemeinsam mal aufnehmen können. Das war ja keine Zeit finden, was sagt man jetzt damit. Und nichts gegen euch, wenn ihr die Folge jetzt guckt. Aber ich irgendwie das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier noch aufnimmt. Oder ist eine Pilzkur. Quatsch. Auch kein Fallschaden. So, ich habe jetzt da vorne so ein bisschen geplant, weil da vorne bei Schulz Windmühlen auf diesem kleinen Hügel, der da ist, mit den Sonnenblümchen, nicht der, eins weiter, der Hügel, da, der, habe ich das geplant gehabt zu bauen. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, ob irgendwo schon mal was angesetzt wurde zum Bauen, weil ich bin uninformiert zu dem Thema hier. Geplant war was, aber informiert wurde ich einfach nicht. Ob es irgendwo schon gebaut wurde oder sowas. Deswegen, ich fange einfach hier an und falls einem das nicht gefällt, der kann da gerne abreißen. Wollt mir nur die Ressourcen wiedergeben, sind hier meine. So, das dahin, jetzt nehmen wir ein bisschen Erde, stoppt mir die Löcher noch zu. Dup. Hier vorne ist ein großes Loch, das ist vielleicht mal ein Creeper oder irgendwas bestimmt hier hat das. Okay, einer ist dafür geringfügig, der Schaden. Dann wahrscheinlich mehrere gewesen sein oder ist natürlich gespawnt hier. Und er hat es ein bisschen angefangen aufzuschütten, aber dann auch nicht weitergemacht. Das kann hier dann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch informiert teilweise. Weil ich nicht weiß, was andere anderen hier absprechen wegen der Planung. Weil eigentlich war ja geplant, sowas mit Bürgermeistermäßig, berufsmäßig sowas zu machen, aber in letzter Zeit kam ich dazu und habe ich dann nie wieder was gehört. Seit langem nicht mehr. Ja, und insgesamt ist auch wieder irgendwie so ein bisschen tricky mit dem Projekt. Normal war ja geplant, noch ein Plugin mit reinzuhauen. Das Plugin habe ich auch nicht lange nicht mehr gehört. Ich habe schon geguckt nach Plugins, nach Shop-Plugins und Economy-Plugins. Ich habe auch welche auf dem PC drauf, die wir auch nutzen könnten. Nur halt, wenn ich die Leine drauf packe, gibt es dann wieder Gemecker, weil die wollten vielleicht keinen oder so einen ganzen Kram, gibt es dann wieder hier zu bemängeln und alles drum dran.
Deswegen erstmal keins und dann, wenn es heißt, wir wollen, dann kommt's. Also erstmal alle zustimmen und nicht jetzt, wenn ich jetzt nur zu ja sagen, Patrick ja. Also aktuell jetzt, wenn ich mich richtig jetzt gezählt habe, sind 7 Leute und wenn einer sagt, das machen wir, dann hat die Stimme keine Macht dazu sagen. Ich brauche ein paar Treppchen. So, ich weiß gar nicht, wie ich es baue. Ich baue einfach jetzt drauf los. Ja, wir bauen jetzt eins weiter noch. So. So, so. Dann so. So, so. Aber keine Treppen mehr. Ich habe das Gefühl, meine Stimme geht gerade weg. Ich weiß. Ja, sie geht weg. Ist nicht gerade gut, aber kann es halt nicht ändern jetzt. Ich kann maximal mich gleich umdrehen und einen Schluck trinken. Ne? So, einmal schnell den Schluck trinken. Jetzt muss meine Stimme wahrscheinlich besser sein wieder. Habe ich zumindest. Ja. Wo ich einmal gerade dabei bin mit so ein bisschen labern, kann ich ja gleich wegen den neuen wegen Projekt ansprechen, weil jetzt bei Abstimmung gewesen, was vielleicht nach Land oder vielleicht nach Unturned Brigands Mall kommt. Weil so wie die Videos vor mir aussehen, guckt das keiner. Immer so ausgedrückt jetzt. Unbedingt so ausdrücken möchte, kann man sagen, es guckt keiner, weil es wahrscheinlich uninteressant ist. Die meisten haben für Diablo 3 gewotet, dann müssen wir mal gucken, wie wir das noch machen, weil Patrick hat Patrick war es ja eigentlich original geplant. Dass er tatsächlich gleich zu dritt machen. Kommt noch drauf an. Kommt jetzt halt drauf an, was dazu Tom sagt, weil ich hätte eigentlich ihn ja bei der Aufnahme dabei gehabt, der hätte ich gleich drüber reden können, aber ich glaube, der macht gerade einen T-Vortrag. Den wird so morgen aufhaben. So, was haben wir weg? Das dahin, wieder Holz. Das war jetzt sinnfrei, eigentlich dahin zu klatschen, weil man kann auch so quaffen. Egal. Wir machen uns eine Tür. Aber wenn jetzt echt das Holz da. Ein paar Türchen eingebaut. Das da so, so, so. Ich habe natürlich keine richtige Größenvorstellung. Da machen wir mal das hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu klein ist. Für mich wirkt es gerade etwas klein. Also wenn das jetzt nur so groß wird, wirkt das relativ klein. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen breiter. Eins. Ne, eins. Zwei. Drei. So. Jetzt ziehen wir noch so ein bisschen da hoch. Das da, das da. So, so, so. So. Das da dran. Oh, wie mache ich denn das jetzt hier in der Kante? An der Kante mach einfach gerade hoch. So. Eins, zwei. Das. So. 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 So, tipp. 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 Tipp, tipp. So, jetzt haben wir mindestens das Vorderteil schon mal, sage ich jetzt mal dazu. Jetzt muss das halt noch ein Stück geändert werden, umgesetzt werden, dann habe ich das Teil schon mal. Das muss noch weg. So, jetzt haben wir schon mal einen Anfang. Ich glaube, ich habe es eins zu tief gebaut. Ja, hab ich. Das hätte alles eins höher gemusst. Na egal. Ich meine, ich gerade reise schnell ab und mach's neu, oder? Ich frage mich gerade, ob die Schuhe sich ein Bett da drin hat. Ich weiß es natürlich jetzt nicht. Ich renne schnell zurück, damit Tag wird. Danach bauen wir da dran weiter. Man sieht zum Glück von der Ferne schon mal. Das sehen jetzt alle anderen auch mal. Dann könnt ihr auch mal gucken, was es wird. Ich muss halt nur gucken, dass jetzt nicht Tool dran geht und mir das abreißt. Weil dann habe ich ein Problem. Wann habe ich es umsonst gemacht? Hehe. Okay, aber ich kann mal gucken, ob das ein Briefkasten ist. Na. Da war bisher nur ein Brief von allen, was man Schule drin immer und das war es auch schon. Das ist bisher sinnfrei. Oh nein, die ganzen Hunde hier. Jetzt mal saßen sie auf dem Bett. Ja, die Angst, wie die hochsteht, so. Sieht richtig komisch aus.
Geh doch rein, Hund. Hutsch, hutsch. Da ist er drin. Ich gehe übers Dach, geht schneller. So, up. Ich probiere diesen Fehler. Irgendwie habe ich manchmal so einen Fehler, da kriege ich keinen Fallschaden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also falls einer von euch weiß, können sie mir ja gerne sagen, weil ich weiß es nämlich nicht, wo ich manchmal keinen Fallschaden kriege. Oder das Bogen. So, habe ich das eingesammelt. Oh! So, die Creeper sind weg. Also die wäre hier eigentlich meine größte Gefahr gewesen bei diesem Projekt hier, weil das ist Holz. Das geht bei Creeper-Explosionen weg, wie alles andere. Und es ist kein Puff-Projekt oder irgendwas Holz, es ist kein spezielles, es steht nur mal das Holz hier. Hier brauche ich mir bestimmt irgendwelche irgendwelche Mods, wenn das alles heißt, protecten möchte, so. Egal, einmal ein Stück hoch noch. Sup, sup, sup. Das da, das da. Das dahin. Gehen wir hier weiter. Dann stecke ich mich ein Holz aus dem Inventar holen. Wieder hoch, das dran. Das. Da muss ich einfach ein bisschen machen. Ich glaube, ich mache einfach Holz rein, so. Oder? Mal gucken. Also, zwei, drei, hoch, hoch. Das. Rüber, rüber. Runter, runter, dran. Und runterschlagen. Jetzt kriege ich wieder falsch, ich weiß nicht, wo das liegt. Irgendwie sind wir noch so ein bisschen verbuggt, irgendwann, dann kriege ich das irgendwie nicht. So, jetzt machen wir schnell das Ding da noch da oben und dann bauen wir den Rand noch fertig. Und dann, ja. Ich glaube, die Folge haben wir noch rum, wenn der Rand fertig ist, wenn wir so weit kommen, weil jetzt haben wir schon, laut meiner Uhr mindestens schon eine Viertelstunde. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber laut der Uhr. Ich glaub dir jetzt einfach mal, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Also ich kann pausieren, nochmal nachgucken schnell, aber hab ich keinen Bock und dann ist das so abgekattet, aber so mal wieder. So, so. Aber da einfach davon die Ränder noch mitfüllen. Oder ich mach da Balken mit. Was war denn das jetzt? War das jetzt WhatsApp auf dem PC? Ja. Egal, das war gerade der WhatsApp, weil ich es über den PC laufen lassen. Puh, ich überlege gerade, was besser aussieht. Ich hole es aber hier drüben mal aus, da habe ich noch nicht viel gemacht. Ach, also vom Dings her. Ja, das sieht eindeutig besser aus. Ich würde nicht so meinen Geschmack, ja, vom Texture Pack her. Wenn Patrick ankommt, sieht eh wieder alles anders, weil der hat ja irgendwie ein komisches, wo das rote Holz weiß ist. Beispielsweise. Sieht richtig komisch aus. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. So, wir gehen nochmal ins rüber. Das sind jetzt eigentlich, das sind jetzt drei, vier Felder und dann zwei normale nochmal. So, so, so. Dann zwei Felder. Eins, zwei, und dann drei. Eins hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, chop. 1, 2, 3, chop. 1, 2, chop. Hab ich noch mehr Holz dabei? Nee. Dann ist hier 3. Und dann nochmal 3. Ja, es reicht nicht. Entweder ich renne irgendwo hin und baue noch schnell was ab, oder ich hole mir ein neues. Also ich würde auf neues tippen, denn es ist alle. Ja, da holen wir uns schnell, bauen wir einfach mal das kleine Wäldchen bei mir schnell ab, und dann haben wir ein bisschen was. Also nicht das richtige Wäldchen, das da, das Wäldchen da. Oh, die Befreiung. Irgendwas das Tiergehege ein bisschen mal erweitert. Weil die Tiere da drin langsam viele geworden, wo ich die immer wieder vermehrt habe hier. Pilzkühe wurde natürlich ein paar mehr, weil mehr da waren von Anfang an. Die anderen haben sich irgendwie alle selbst getötet.
Ich weiß noch nicht wie, aber sie haben es geschafft. Was ist das? Jetzt baut sie sich nicht ab. Ah ne, der Paddy oben drauf rumgelaufen ist an ein paar Bäumen. Ah ne, das erkennt es gerade nicht als Baum mehr, deswegen. Aber den langen erkennt es auch nicht, weil das ist Mammutbaum, das ist schade. Oh, was muss man da den Mammut per Hand abbauen? Also das ist nicht per Hand, aber per Axt. Und los, aber und ich weiß warum nicht, warum das klappt. Das klappt aber irgendwie auf jeder Minecraft-Version kann man das buchstäblich nutzen. Einfach auf und abspringen, dabei nicht abbauen. Das funktioniert irgendwie immer. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert auf fast jeder Minecraft-Version. So. Den hier noch. Oh, das ist 9, nach 0, das ist nachgewachsen. Schlecht, habe ich nicht erwartet, dass er so schnell nachwächst schon wieder. Aha. Merke, ich finde eine ganze Reihe hier. Da kommt noch einer hin. Jetzt haben wir die ganze Reihe wieder aufgebaut. Ach, schlecht. Pause. Ist er wieder da. Klapp, upp, Holz weg. Warum baut sie nicht alleine ab? Das ist doof. Wir haben schon so ein schönes Timber-Plugin, was eigentlich meiner Meinung nach super funktioniert. Aber irgendwie nicht manchmal nicht. Und, ich wollte unbedingt mal Lilypads nehmen. Ich habe irgendwo hier gehabt, deswegen. Ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Ob sie einer genommen hat, weiß ich auch nicht. Ich weiß zumindest, wer hier hatte. Ob ich noch welche habe, weiß ich nicht. Egal. Ja, man sieht richtig, man ja richtig. Krass. Und wo das ist. Ich glaube, irgendwo nochmal hier oben außerhalb noch ein paar Kisten aufbauen mal. Also irgendwelche Notfallkisten, nenne ich es jetzt mal. Da wo ich einfach, wenn ich gerade da bin, einfach alles reinschmeißen kann, wenn ich mal was nicht mehr brauche einfach. Das renne ich mich damit ewig einfach rum, bis ich dann irgendwann mal ins Haus reingelatscht bin und dann die Kiste geschmissen habe. Ich würde sagen, wir rennen noch hin, machen die paar Pfosten noch. Also mindestens die untere Ebene und dann war's das für die Folge. Nach hingerannt, Zeug geschnappt, drei. Das sind jetzt drei lang, gell? Drei. Da, da, da. So, kein Holz mehr. So, so rüber. So, so, so. Jetzt habe ich das zumindest schon mal hier. Jetzt ziehen wir hier noch ein bisschen Holz rein. Oh, genau gleich lang gezogen. Jetzt kann ich so machen. Nein, ich mache hier aber ein bisschen jetzt Holz noch rein, so viel wie ich gerade dabei habe. Da kann man einmal rum, kann man gleich mal machen, wenn wir dabei sind. Dup, dup, dup. Toll. Clever. Dup, dup. Dup, dup, dup. Da habe ich noch ein ganzes Deck liegen, auch nicht schlecht. Ach, komm doch, Holz. Lässt sich einfach nicht platzieren und platziert sich woanders hin. Jump, jump. So, ich bin Holz platziert, dann geht's jetzt hier oben noch was hin, dann habe ich es vorher auch mal geschafft. Und dann würde ich dann sagen, das war's für diese Folge. Lasst doch ein Like oder ein Abo da und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.